Matinee. Das Thema steht ja schon auf der Leinwand. Wir hatten im April diesen Termin ausgemacht mit Tobias Klüge, der auch bei diesem IMI, der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, arbeitet. Und er hatte zugesagt und hat leider kurzfristig einen anderen Termin übers Wochenende in Dresden und kann halt nicht zwischendurch kurz nach Islingen kommen. Aber freundlicherweise ist Thomas Mikan da, der beim IMI die bundesweite Drohnenkampagne koordiniert, wenn ich es richtig verstanden habe. Und deshalb ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist, um Tobias zu vertreten. Und fachlich wird es sich nicht anders darstellen, oder vielleicht ist es sogar noch besser drin in der Materie. Jedenfalls danke. Und es gibt gleich diesen Vortrag mit verschiedenen Bildern und Grafiken und so weiter. Auch einen ganz herzlichen Dank an KAMS. KAMS wird das aufzeichnen und zeichnet schon auf und wird es ins Netz stellen. Also auch Leute, die heute nicht kommen konnten, können es nachträglich anschauen. Und du hast gerade erzählt, dass bei dieser Aktion im Dezember, wo die Medea Benjamin mit dabei war, wo demonstriert wurde von Afrikom in Möhringen, haben sie es auch aufgenommen. Offensichtlich gab es eine ganz große Reaktion der Zuschauer, die es dann anschließend angeschaut haben. Das ist mit dem Grund, dass er heute gekommen ist, auch an dich ganz herzlich. Dass also diese, ich denke, wichtigen politischen Veranstaltungen und die Informationen, die hier gegeben werden, nicht nur hier unter uns 30, wie viel wir sind, sondern vielleicht dann auch ein paar hunderttausend andere noch erreichen. Thomas, ich bitte dich, dich selber vorzustellen, weil ich über dich nichts weiß, dass du ein Team bist. Ganz kurz von mir aus, wir haben im April dieses Thema festgelegt. Wir haben, wussten natürlich nicht, dass in dieser Woche im Verteidigungsausschuss das Thema auch aktuell besprochen wird. Insofern sind wir eigentlich erfreut, dass es ein bisschen diskutiert wird in der Öffentlichkeit, aber es wird natürlich unter dem Gesichtspunkt diskutiert, dass Frau von der Leyen sagt, es dient nur dazu, unsere Soldaten, die sowieso im Ausland sind, zu schützen. Und bei jedem einzelnen Einsatz einer Drohne, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Waffen, wird vorher der Bundestag gefragt. Also ob das durchgehalten wird, würde ich mal zunächst bezweifeln. Nur von ein bisschen, was ich weiß, von den USA ist es so, dass sie seit einigen Jahren jeden Dienstagmorgen um 9 Uhr bei Kaffee im Oval Office, im Weißen Haus treffen und dann beschließen, wen sie in dieser Woche abschießen. Und man weiß genau, wenn sie jemanden abschießen, dass es nicht nur diese angeblichen Terroristen sind, die auf irgendeiner Mordliste stehen, sondern in aller Regel zusätzlich noch Familienmitglieder, Chauffeure, umstehende Personen. Und es ist einfach eine Ungeheuerlichkeit, dass die Öffentlichkeit in den USA es so hinnimmt und ihrem Präsidenten und dieser geheimen Gruppe, die sich dort trifft, am Dienstagmorgen, ermöglicht oder erlaubt, eine illegale, gezielte Ermordung von Personen, die sie als Terroristen oder Kriminelle in irgendeiner Form bezeichnet haben. Es ist auch natürlich eine Ungehörigkeit, die bei uns in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Wir freuen uns deshalb auf die Information von hier. Nach dem Vortrag von Thomas machen wir eine kurze Pause und kann man sich nochmal was zum Trinken holen und diskutieren dann über alle Fragen, die Sie interessieren, die uns interessieren. Und ich würde dann nachher vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was diese Arbeitsgemeinschaft politische Magelee macht und tut, wer mitarbeiten will, wer eingeladen werden will. Und auf die nächsten Termine wird dann auch hinweisen im September und im Oktober. Okay, Thomas, bitte. Vielen Dank für das zahlreiche Kommen dann doch zu so früher Stunde. Ich hatte so etwas Ähnliches schon mal so ein Matinee in Ulm, da waren dann 4 oder 5 Menschen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass dann doch so viele kommen. Und ja, dass ich jetzt den Tobias vertreten darf, das weiß ich auch noch Montag, seit Montag quasi. Deshalb haben wir quasi eine ähnliche Situation, dass wir jetzt vielleicht erstmal erstaunt sind, in unterschiedlichen Situationen doch zu sein. Aber
hoffe, dass ich den Tobias einigermaßen gut vertreten kann. Und selbst arbeite ich bei der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, sitzt der und wohne aber in Stuttgart und pendel dann immer dahin. Bin jetzt in Stuttgart auch bei der DFBVK aktiv und habe politische Theorie studiert, also quasi so, das ist so eine Art zwischen Mischung aus Philosophie und Politikwissenschaften. Genau, und bin jetzt quasi so bei der IMI gelandet und das ist ein ganz schönes Büro, wo wir da sitzen in Tübingen. Vielleicht kannst du diesen Flyer mal so rumgeben, wer sich dann nochmal näher informiert. Draußen liegen auch noch so ein paar Flyer aus, was wir so machen, wer es vielleicht noch nicht so kennt. Die DFGVK ist die? Der Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsgegnerInnen. Genau, ist auch die größte Friedensorganisation Deutschlands. Du hast es ja schon gesagt, dass dieses Grundthema eigentlich ja gerade sehr präsent diese Woche in den Medien war. Mein Kollege war selbst bei dieser Expertenanhörung quasi als Experte geladen im Bundestag am Montag. Dann gab es ja von der Ursula von der Leyen am Dienstag das Interview, wie hier zu Boden steht. Am Mittwoch gab es im Bundestag die Generaldebatte, wo die Frau von der Leyen ja durchaus sehr prägnant gesagt hat, wie sie dazu bewaffneten Drohnen steht, dazu noch später mehr. Und dieses Thema Drohnen, also mich persönlich, hat es eigentlich seit 2, 3 Jahren quasi so ein bisschen ergriffen und ich glaube, für viele von euch ist auch das Wissen eigentlich über Drohnen so die letzten 1, 2, 3 Jahre doch erheblich gestiegen und plötzlich ist es ja so präsent. Wir haben ja in Stuttgart noch eine Sondersituation, dass wir ja hier in Stuttgart noch das, also jetzt Essen, Stuttgart, Großraum Stuttgart, noch das Afrikom haben, das ist quasi das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte, von wo aus wahrscheinlich diese Drohnenangriffe koordiniert werden. Ich sage immer, das Afrikom ist so ein bisschen der Kopf, wo quasi diese Ziellisten erstellt werden, aber da komme ich noch später drauf. Und jetzt ganz aktuell hatten wir ja die Drohnen im Irak, wo ISIS auf dem Vormarsch ist und da die USA jetzt wahrscheinlich Drohnen einsetzt. Dieses Drohnenthema ist tatsächlich, also wenn ihr das so ein bisschen verfolgt in den Nachrichten, wir machen da so ein bisschen Presseschau in der Woche, da kann man stundenlang Artikel lesen dazu und da gibt es mittlerweile so viel, dass ich mich ein bisschen dafür entschieden habe, 2 Sachen heute zu machen oder 3 Sachen. Das erste ist so ein bisschen Crashkurs, quasi für all diejenigen, die sich bisher noch nicht so intensiv damit beschäftigen konnten oder wollten, dass wir so ein bisschen auf einem ähnlichen Stand vielleicht sind. Und das zweite ist, dass ich gerne mal über den Aspekt sprechen will, der auch jetzt mit dem NSA-Untersuchungsausschuss sehr präsent ist. Wie hängen eigentlich diese gezielten Tötungen von der USA und dieser Drohneneinsatz mit diesen ganzen Überwachungsgeschichten? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Verbindung, die ich da euch darstellen will, weil du hast es ja schon gesagt, das Hauptargument war zum Beispiel am Montag bei dieser Expertinnenanhörung, diese Drohnen schützen ja die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Und das ist natürlich ein sehr verkürztes Argument und ich hoffe, dass wir heute hier rausgehen können und vielleicht noch so ein, 2 andere Argumente haben, um zu sehen, ja, das mit den Soldaten schützen, ist halt nur ein kleiner Bereich von diesem ganzen Drohnenkrieg. Also das so ein bisschen, diesen Crashkurs Drohnen, dann will ich dieses, ich nenne es immer Lebenserfassungsmaschinen-Drohnen, also dieses Argument machen, wie hängt eigentlich die gezielten Tötungen mit der Überwachung zusammen. Und zum Schluss, weil das ja ganz wichtig ist bei so einem Thema, was uns auch so ein bisschen vielleicht technisch übermannt, wie kann man da was tun eigentlich, noch so ein paar, so ein Ausblick auf widerständische Praxen und auf Widerstand zu tun. Du hast es ja schon angesprochen, dass ich auch in dieser Drohnenkampagne, Anti-Drohnenkampagne mitarbeite. Das sind ja ungefähr so 10, 15 Aktive, die sich regelmäßig treffen. Und leider ist es bisher noch nicht so gut gelungen, quasi in der Öffentlichkeit, dass so sehr präsent sind, diese Drohnenkampagne. Aber die Anhörung war jetzt schon guter Ort eigentlich am Montag. Die gibt es jetzt seit einem Jahr quasi geguckt, gerade von der Kampagne. Ich lasse dazwischen rein noch so ein paar Sachen rumgehen. Ein Buch, das ist dieses Geheimer Krieg. Das ist von diesen Christian Fuchs und John Götz, die quasi hier in Stuttgart und Rammstein viel recherchiert hatten. Wir hatten den ja auch zu Besuch mal in Stuttgart und in Tübingen, glaube ich, und in Kirchheim vorher mal zum Reden. Und das kann ich sehr empfehlen, der sich sehr intensiv nochmal mit dieser Frage auseinandersetzen will, was hat eigentlich Stuttgart, was hat Rammstein mit den Drohnen zu tun, aber wir kommen damit auch noch so ein bisschen drauf. Entschuldigung, könnt ihr ein bisschen lauter?
Wort sprechen? Noch lauter, okay. Ja, dann müssen Sie diese Probleme. Sehr gerne. Es ist ja geltend, aber dann wir versuchen noch ein bisschen zu schreien, was Sie dann brauchen. Macht nichts anderes. Ja, wir haben auf Mikrofone verzichtet, aber ich glaube, es ist besser ohne. Genau. Also, gerne ein bisschen lauter. In der ganzen Debatte, die wir jetzt zum Drohnen haben, da unterscheiden ja gerne die Befürworter von Drohnen zwischen Aufklärungsdrohnen auf der einen Seite, die quasi als unproblematisch gelten. Frau von der Leyen sagt ja immer, Aufklärungsdrohnen sind so ganz unproblematisch. Und diese Debatte, die ja jetzt am Montag zum Beispiel im Bundestag war und am Mittwoch, diese Kampfdrohnen, die bewaffneten oder bewaffnungsfähigen Drohnen. Und die werden ja gerne so dargestellt, als ob das Kampfflugzeuge ohne Piloten wären. Und um das mal so ein bisschen nochmal aufzuschlüsseln, jetzt am Anfang so den Crashkurs, dass wir alle mal so ein Bild bekommen vielleicht auch, also da geht es mir viel um Bilder, was eigentlich die Bundeswehr heute schon, wo eigentlich gerade, so wird es ja dargestellt, es läuft gerade erst die Debatte über Drohnen, oder bevor man das anschafft, aber was die Bundeswehr eigentlich, wie lange die Bundeswehr schon selbst mit Drohnen hantiert und wie viele Drohnen die Bundeswehr selbst hat. Drohnen, meistens sprechen wir ja von diesen Flugobjekten in der Luft, aber die gibt es ja zu Land, zu Wasser, unter Wasser. Ich werde mich jetzt sehr stark auf die quasi in der Luft konzentrieren, weil darum geht es ja meistens in der Debatte. Für die Bundeswehr, wie gesagt, ist das schon ein sehr altes Thema. Das war die CL289. Ich will das Ganze gar nicht so technisch machen, aber um mal so ein paar Bilder zu bekommen. Und das 89 steht halt für das Jahr 1989. Und diese Drohne, die ist schon in den 70er und 80er Jahre geplant worden. Mittlerweile ist die sogar schon von der Bundeswehr aussortiert worden, wird selbst von der Bundeswehr quasi als Drohne bezeichnet. Aber man merkt, der Unterschied zwischen einer Rakete und einer Drohne ist hier an der Stelle noch sehr fließend. Die wurde zum Beispiel im Kosovo eingesetzt, um quasi so Überwachung zu machen. Das ist jetzt so eine Drohne, meistens gibt es ja diesen Spruch so, Krieg mit der Fernbedienung oder mit dem Joystick. Und das ist tatsächlich die Luna, die ist schon seit dem Jahr 2000. In Mazedonien war die zum Beispiel im Einsatz und im Kosovo. Und hier hat man tatsächlich diesen Joystick, da unten links sieht man das und diese Bildschirme. Also tatsächlich, wie man sich das vielleicht so vorstellt, so ist es tatsächlich bei dieser Drohne. Und da hat man so einen ganz netten Größenvergleich, weil diese Drohnen gibt es quasi von ganz klein bis ganz groß, bekommen dann auch drauf. Das ist so eine Drohne, das sieht man mal so ein Bundeswehrsoldat im Einsatz, die ist tatsächlich eher für so eine Nahaufklärung gedacht. Das sind so die bekannten Quadrocopter, wie man die nennt. Und die Aladdin-Drohne, die hat die Bundeswehr schon sehr massiv seit 2005 zum Beispiel im Einsatz. Und bekannter ist jetzt die hier, die untere, das ist die Heron 1. Und die ist seit 2010 in Afghanistan im Einsatz. Und also oben ist nochmal so eine ganz kleine Drohne, die Aladdin. Und man merkt, diese Bundeswehr, ich komme gleich nochmal zu so Zahlen, verfügt eigentlich schon über ein riesen Repertoire an, was wir jetzt Drohnen nennen würden. Und wie gesagt, das sind jetzt sogenannte Aufklärungsdrohnen, aber ich werde jetzt im Laufe des Vortrags versuchen, noch deutlich zu machen, dass eigentlich diese Unterscheidung Aufklärungsdrohnen und Überwachungsdrohnen so vielleicht gar nicht greift. Das ist noch so eine Drohne, die die Bundeswehr sehr oft benutzt, das ist die KZO. Seit 2009 schon im Afghanistan-Einsatz. Man muss sich das so vorstellen, wir haben manchmal so zwischen 5-7 Stunden können die quasi in der Luft schweben und quasi Bilder liefern. Und diese Bilder, die liefern, die werden natürlich auch für Artillerie, für den Panzerverbündeten 2000 geliefert oder für Luftnahunterstützung. Das heißt auch diese Aufklärung, die quasi erstmal relativ harmlos klingt, liefert eben auch heute schon Zieldaten, um mit Kampfflugzeugen, mit Artillerie und so weiter Tötungen vorzunehmen. Das ist ein ganz interessantes Beispiel noch, was ich eigentlich ganz gerne drin habe. Das ist eine sogenannte Zieldarstellungsdrohne von EADS und die ist zum Beispiel mit der Universität Stuttgart zusammen entwickelt worden. Da gab es einen findigen Professor, der hat gesagt, hier am Institut für Luft- und Raumfahrt, wir entwickeln sowas, hat dann so eine Art Public-Private Partnership mit EADS gemacht und dann für die Bundeswehr diese Zieldarstellungsdrohne für Übungszwecke quasi entwickelt. Wir haben von der IMI so einen Drohnenforschungsatlas aufgestellt, weil dieses Drohnenthema an den Universitäten
und Forschung daran wirklich sehr präsent ist. Der geht jetzt auch hier rum. Und als wir dann so geguckt hatten, wo wird eigentlich überall in Deutschland an Polen geforscht, war es eigentlich einfacher zu sagen, an welchen Universitäten nicht an Polen geforscht wurde. Und wir haben hier mal so eine Auswahl von verschiedenen Projekten da in diesem Atlas aufgegriffen. Und es wird nochmal eine zweite Auflage geben von anderen Universitäten und Forschungsverbünden. Das ist ein Riesenthema, es ist nicht nur ein Riesenthema für die Rüstungsindustrie, sondern auch ein Riesenthema, wo ganze Forscherinnen und Forscherkarrieren quasi dranhängen mittlerweile. Ich hoffe, ihr seht die Zahlen so ein bisschen. Es wird ja oft gesagt, diese Drohnen sind sowas ganz Tolles, Neues und so. Das sind jetzt die Absturzzahlen vom Einsatz. Man hat vorhin so die Bestände. Man merkt, das sind tatsächlich Aladin oder Mikado. Das sind ein paar hundert Drohnen zusammengerechnet. Und die stürzen auch relativ oft ab. Wir hatten ja diese ganz große Drohne gehabt mit dem Joystick. Da ist fast die Hälfte quasi abgestürzt. Also vorne hat man immer den aktuellen Bestand. Und dann diese Abgestürzzahlen sind quasi, was schon abgestürzt ist. Und das sind natürlich keine billigen Geräte, sondern da werden ganz schöne Gelder auf den Sand gesetzt. Es gab eine kleine Anfrage von der Linkspartei. Da hat man die Zahlen nur geschätzt, weil man quasi gar nicht mehr weiß, was sind das für Summen, die da quasi im Sand gesetzt werden. Meine Lieblingszahlen sind die ganz rechts, vermisst. Im Afghanistan-Einsatz oder im Kosovo gibt es einfach Drohnen, man merkt es ungefähr 50 oder so, auch große Geräte, die einfach verschollen sind. Da sagt die Bundeswehr, irgendwo abgestürzt, keine Ahnung, wo die sind. Und man hat das durchaus auch von US-Drohnen. Die UN hat ihre erste Drohne, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren, im Kongo eingesetzt. Die Drohne ist abgestürzt und hat eine Frau mit dem Kind erschlagen. Wir hatten das vor kurzem in Deutschland bei so einem Truppenübungsplatz, jetzt mit der Name vom Übungsplatz entfallen, wo eben auch eine Drohne abgestürzt ist. Also hier gibt es ganz viel Potenzial auch noch, dass diese Drohnen tatsächlich auch unter Übung oder auch im zivilen Bereich schon gewisse Risiken bergen und diese Technologie, die uns immer, finde ich, medial so verkauft wird, als ob das jetzt so ganz modern und toll ist, A, zum einen schon sehr alt ist für die Bundeswehr und zum anderen ja doch sehr höranfällig. Das ist eine Drohne, die ihr alle kennt, die Bundeswehr Eurohawk. War ja ein riesen Finanzdebakel. Leider ging es in der ganzen Diskussion halt mehr um das Finanzdebakel und weniger um die Fähigkeiten, die eigentlich die Bundeswehr dadurch erwerben wollte, weil es ist tatsächlich so eine Art fliegendes Auge mit vielen Kameras, mit vielen Überwachungsmöglichkeiten. Und das ist aber mittlerweile gescheitert. Man versucht jetzt ja so eine Art europäische Lösung da zu entwickeln. Da muss man mal gucken, wo das hingeht. Ein anderes Modell, was die Bundeswehr 2009 und 2011 getestet hat, ist das sogenannte BAPEP-System. Das hat man auch eingemottet mittlerweile, oder also Rheinmetall-Defense, wo jetzt der Herr Niebel da hingegangen ist. Die forschen da schon noch dran, aber das hat wenig Aussicht. So, man muss sich das so vorstellen, da fliegen im Grunde zwei Drohnen. Links unten die KZO, die hatten wir schon, die hat quasi die Bundeswehr schon im Bestand. Reist dann 7-8 Stunden über ein Ziel. Und dann gibt es hier unten diese Harop-Drohne, das ist ein israelisches Fabrikat, das ist so eine sogenannte Kamikaze-Drohne, die geht quasi in die Luft. Und wenn die KZO so ein Ziel quasi identifiziert hat, stürzt sich dann diese Drohne da mit Sprengkörper auf das Ziel. Das ist auch ein Grund, warum man das wahrscheinlich nicht einführen wird, weil Kamikaze-Drohne medial ja wirklich sehr schwer den Menschen zu verkaufen ist. Aber es sind viele Forschungsgelder reingeflossen und die indische Armee hat das zum Beispiel angeschafft, das System, und hat sich, glaube ich, auch schon in Verwendung. Genau. Achso, das ist nochmal so aus einer kleinen Anfrage von der Linken, ich lese euch das kurz vor, müsst ihr aber selber lesen, für was eigentlich dieses System gedacht war. Man sieht das ganz unten, man hat dann dieses klassische Argument Konvoibegleitung, also Schutz von Soldaten, ne, die Drohne fliegt über den Einsatzfahrzeugen, aber man hat selbst hier 2011 schon sehr konkret formuliert, für was man eigentlich dieses BAPEP-System als Bundeswehr auch haben will. Zitat, Ausschalten von Führungseinrichtungen, Gepäckständen, Befehlsstellen und so weiter. Man hat es ja im Jugoslawienkrieg gehabt, wo dann auch plötzlich so Fernsehanstalten darunter fielen, Brücken wie den Barbarien.
Bekämpfung von beweglichen Zielen und Bekämpfung von besonders bedeutsamen Zielen, was das im Einzelfall auch immer sein soll. Das ist schon so ein erstes Indiz, dass eigentlich dieses Argument, die Bundeswehr will sich so bewaffnungsfähige Drohnen anschaffen, schon hier 2011 eigentlich schon relativ klar auf dem Tisch lag, was eigentlich so eine Art Fähigkeitsspektrum ist, was man auch erwartet. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zur aktuellen Debatte. Das ist eine Drohne, die viele von euch aus dem Fernseher wahrscheinlich kennen. Das ist die Predator, die von der USA besonders viel für diese gezielten Tötungen in Afghanistan, im Irak vor allem. Öfter ist es in der Presse für Pakistan, Somalia und Jemen, weil das quasi keine Kriege sind und das dort quasi völkerrechtswidrige Einsätze sind. Aber die meisten Einsätze mit Drohnen passieren tatsächlich in Afghanistan und im Irak, wo es auch ganz schlechte Schätzungen gibt, wie viele tausende Menschen eigentlich dadurch schon getötet wurden. In Pakistan, wo man das relativ gut versucht, quasi nachzuverfolgen, geht man ja davon aus, dass mittlerweile zwischen 3.000 und 4.000 Menschen durch Drohnenangriffe der USA getötet wurden. Und du hast es ja schon gesagt, oftmals sind es Leute, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Es gibt so einen Ausdruck, der heißt Kontaktschuld. Das ist das klassische Beispiel von den Taxifahrern oder Chauffeuren, die einfach Leute chauffiert haben oder per Taxi mitgenommen haben, die eben auf solche Listen gekommen sind. So sieht das dann tatsächlich in Nevada aus. Zu diesen Prozessen, diese gezielten Tötungen, jeder, wie der Schlupfloch da drin hängt, da können wir später noch dazu kommen. Aber das sind jetzt die Operators, wie die heißen, die tatsächlich vor diesem Bildschirm sitzen, in die Kaffeepause gehen, wieder vor dem Bildschirm sitzen und dann nach Hause fahren und ihre Kinder aus der Kita abholen. Aber man weiß, dass diese Pilotinnen und Piloten durchaus sehr stark unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, weil quasi, das ist ja selbst wenn man es erzählt, aber ich glaube für die Leute vor Ort einfach auch so verrückt ist, man tötet jemanden und dann geht man quasi ein Käffchen trinken in der Mittagspause. Da spielt selbst bei den Menschen wahrscheinlich die Psyche wenig mit. Jetzt kommen wir zu dieser aktuellen Debatte, worum es ja jetzt gerade geht. Früher sprach man ja immer davon, Herr de Maizière, der immer gesagt, wir wollen bewaffnete Drohnen. Mittlerweile hat sich die Sprachregelung so ein bisschen geändert. Man spricht heute eher von bewaffnungsfähigen Drohnen, das heißt Drohnen, die man erstmal ohne Bewaffnung anschafft und dann später quasi die Patronen, also es ist wie ein Gewehr anschafft ohne Patronen, die aber mittlerweile relativ einfach dann noch nachgerüstet werden kann. Das ist ein Modell, das ist das israelische Modell, was in der Diskussion ist, das ist die Heron TP. Die hatte Frankreich zum Beispiel angeschafft, aber mittlerweile wieder so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt, weil die wohl technisch sehr anfällig ist, gerade für so Einsätze wie Afghanistan. So ist es zumindest in französischen Kreisen, Militärkreisen erzählt worden. Deshalb vermute ich, dass die vielleicht angeschafft wird, weil man mittlerweile, ich hatte ja die Heron 1 erst gezeigt, da hat ja die Bundeswehr 3 Stück für Aufklärungsflüge in Afghanistan. Alle 3 sind abgestürzt und hat jetzt 3 neue bestellt. Und man hat quasi schon gute Erfahrungen mit der israelisch-deutschen Zusammenarbeit. Die deutschen Soldaten üben dann in Israel an den Drohnen und setzen die dann in Afghanistan ein, weil die natürlich in Deutschland auch keine Flugerlaubnis haben. Das muss man ganz klar sagen, sondern nur in Afghanistan und in Kriegsgebieten. Das wäre so das erste Modell, was in der Diskussion ist. Ich halte das eher für unwahrscheinlich, dass das Modell angeschafft wird, weil das quasi gerade von der Luftwaffe, denke ich, eher skeptisch gesehen wird. Aber es ist das einfachere Modell zu beschaffen als die bekannte Drohne, das ist die Reaper. Das ist heute quasi die Hauptwaffe der USA, zum Beispiel gegen ISIS im Irak wird man die einsetzen. Sensenmann heißt es ja übersetzt. Und da muss man mal gucken, was die politischen Kosten sind, sowas anzuschaffen, eine Drohne, die quasi schon so belastet ist. Die Frau von der Leyen hat ja, jetzt mit dem Herrn Demisier da, eigentlich einen ganz cleveren Schachzug gemacht, muss man ja gestehen, weil im Koalitionsvertrag stand ja noch drin, ja, man muss das erstmal prüfen und eine Diskussion muss es darüber geben, das war ja sehr von der SPD hereingetragen worden. Jetzt hatte man quasi so eine Art Prüfungsphase und die Frau von der Leyen hat jetzt eigentlich einen ganz interessanten Kompromiss, denkt man, mit der SPD ausgehandelt, nämlich, dass man zweigleisig wird. Das erste ist, auf europäischer Ebene eine eigene Drohne zu entwickeln, die auch bewaffnungsfähig ist.
Da gehen natürlich noch ein paar Jahre ins Land, man spricht so von 2020, 2025, ehe man dann unter anderem EADS, also heute Airbus ist dabei, französische Firma Dassault. Das ist so der erste Strang, der quasi sehr massiv vorangetrieben wird, wo es auch Forschungsgelder gibt, was auch kommen wird. Der andere Strang ist, um jetzt quasi diese Lücke zu überbrücken, Leasing. Leasing ist eben was anderes als Kaufen. Man kennt es von den Autos, man liest das quasi, und dieses Leasing-Modell, so eine Art Mietmodell, das hat man schon bei dieser anderen Überwachungszone, diese Heron 1 in Israel, die liest man, da gibt es immer einen Vertrag, der läuft jetzt nächstes Jahr aus, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eigentlich so das Szenario ist, was jetzt kommen wird, wenn jetzt immer Widerstand und sowas passiert, und die SPD, da gibt es ja so ein paar Abweichlerinnen, aber man schaut, wie lange die SPD da standhält, dass man quasi ab 2015 diese Herren TP als Zwischenlösung liest, die dann quasi, da gibt es ja diese lustige Formulierung von der Frau von der Leyen, dass man bei jedem bewaffneten Einsatz quasi den Bundestag befragt. Das ist natürlich ein bisschen lächerliches Argument, wenn die Drohne zum Schutz der Soldaten eingesetzt werden soll. Man muss sich so einen Konvoi vorstellen, dann fliegt die Drohne, dann kommt irgendwie ein Taliban, dann kann natürlich nicht mehr der Bundestag befragt werden. Das widerspricht sich ja im Grunde auch. Man widerspricht sich ja selbst darin. Dann muss natürlich ein Einsatz vor Ort sein. Und man muss sich das auch vorstellen, man hat das ja bei diesem Kundus-Bombardement, wo der Oberst Klein ja diese Situation hatte, wie er es immer beschrieben hat, war eine Drucksituation, er hatte Angst um seine Soldatinnen und Soldaten, ob man es ihm glaubt, sei dahingestellt, aber eine Drucksituation, er hatte Angst, dass diese Tanklaster kommen. Jetzt muss man sich das vorstellen, unten die Kameradinnen und Kameraden am Boden, das allsehende Auge in der Luft. Die Piloten dieser Drohnen, die haben natürlich total viel Druck, weil die wissen ja, wenn wir jetzt nicht rechtzeitig handeln und vielleicht eine Gefahr vorzeitig ausschalten, dann sterben unter Umständen unsere Kameradinnen und Kameraden am Boden. Das sind quasi Szenarien, die sich schön anhören, so auf dem Reißbrett, da sollen Soldatinnen und Soldaten aus der Luft geschützt werden, man fragt den Bundestag, aber so eine reale Gefechtssituation, wo es um Bruchteile von Sekunden geht, wird man schnell sehen, dass auch das Leasingmodell, dass da auch Bewaffnung eingesetzt wird. Und ja, wie gesagt, die Debatte ist noch nicht ganz zu Ende. Wir hatten jetzt vorgestern die Fahimi, vorgestern die Generalsekretärin der SPD, die das eine ganz schlechte Idee findet mit den Drohnen. Das ist noch so ein bisschen in der Debatte. Ich denke aber, nächstes Jahr wird man so eine Art Leasinglösung für die Herren TP, das halte ich für ganz wahrscheinlich. So ein Blick in die Zukunft, dann ist dieser Crashkurs quasi auch schon zu Ende. Ich hoffe, dann sind so die ersten Fragen und so ein erster Stand, wie, was ist es so, wie schaut das aus, was gibt es da, ist so weg. Also, was ist eigentlich so der Blick in die Zukunft, was macht die USA gerade forschungsmäßig, was sind da die neuesten Technologien und an was wird dann quasi so geforscht? Das erste Wichtige, das ist die sogenannte Miniaturisierung. Also man will immer kleinere Drohnen zum Beispiel haben, die dann oft für das Heer eingesetzt werden. Das ist eine aktuelle Drohne der Briten im Afghanistan-Einsatz und im Irak. Man sieht, da geht es eher um ferngesteuerte quasi Flugzeuge. Die gibt es ja auch schon seit 10, 20, 30, 40 Jahren. Aber wir werden das gleich bei der anderen Drohne sehen, was diese zweite Entwicklung ist. Ist die sogenannte Autonomie. Bisher, die meisten Drohnen haben deshalb einen Joystick, weil es eigentlich ferngesteuerte Flugzeuge sind. Aber geforscht und im Einsatz sind mittlerweile Drohnensysteme, die quasi immer autonomer sind. Das heißt, die können immer mehr Aufgaben selbstständig übernehmen. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, da wird ein Schalter umgelegt, dann ist Autonomie da, sondern das ist auch ein sehr schleichender Forschungsprozess. Frau von der Leyen sagt ja immer gerne, wir wollen keine autonomen Drohnen, aber so ganz zu unterscheiden, wann ist eigentlich eine Drohne autonom, wann sind verschiedene quasi Module autonom, das ist gar nicht so einfach. Ja, das will ich an dem Beispiel noch zeigen. Das ist so zwei Entwicklungen oben aus Großbritannien, Taranis, und unten aus Frankreich, Neuron und Neuron ist das heißt die Drohne. Man sieht, dass die sind in diesen quasi Torn-Eigenschaften gebaut, man kennt das von diesen B2 oder B12 Bomber, so die quasi diesen Torneigenschaften gebaut sind. Bisher ist ja der Einsatz von Drohnen immer in sogenannten asymmetrischen Kriegen. Das heißt, gegen Gegnerinnen und Gegner, die eigentlich gar keine
Radar- und Luftverteidigung und sowas haben. Aber solche Drohnen mit diesen Lerneigenschaften, die kann man tatsächlich auch bisher gegen konventionelle Armeen einsetzen. Gegen Taliban brauche ich keine Tarndrohne, die irgendwie mit ihren Stealth-Eigenschaften nicht gesehen wird. Das noch so ein bisschen für den Schutz von Bundeswehrsoldaten in Afghanistan braucht man zum Beispiel auch keine Tarndrohnen. Jetzt ist die Debatte in Deutschland ja immer, wir sind da technologisch so sehr hinterher, aber da sind wir gar nicht so sehr. Die Universität der Bundeswehr in München, die forschen selbst oder sind jetzt mittlerweile fertig mit der Forschung an Sagitta. Das ist so quasi die deutsche Tarnkappendrohne. Da arbeiten ganz viele, da ist auch in diesem Drohnenforschungsatlas, gibt es einen langen Artikel dazu, ganz viele Unis arbeiten damit, Forschungseinrichtungen. Und da wird zum Beispiel daran geforscht, heute braucht man für diese großen Drohnen von der USA ungefähr 300 Leute, die die steuern. Also für so eine Reaper- oder Predator-Drohne braucht man 300 Leute, die das Technische machen, die gucken auf die Bildschirme, die die Daten analysieren und so weiter. Und bei diesem Sagitta-Projekt geht es tatsächlich darum, dass weniger Menschen für den Einsatz genutzt werden müssen. Wie macht man das aber? Wie kann man quasi die vielen Daten, die die Drohnen liefern, quasi vereinfachen? Und hier geht es ganz viel um Autonomie, dass quasi Daten über Computer vorsortiert werden. Über dieses Vorsortieren, das wird noch sehr zentral, da komme ich gleich noch drauf. Das ist so State of the Art, wie man so schön sagt, also das Modernste ist modern. Das ist die X-47B, eine US-Kampfdrohne, und die kann mittlerweile selbstständig auf dem Flugzeugträger landen und wieder starten. Also man hat dort so eine Art Flugmodul, quasi, was man autonom gemacht wird. Die können dann auch selbstständig quasi Routen abfliegen. Da ist quasi schon so ein gewisser Grad an Autonomie, was die ganzen motorischen Fähigkeiten der Drohnen angehen sollen. Die sind gedacht, um sie früher oder später, man sagt immer 2020, 2025, im Verbund mit Kampfflugzeugen auf den US-Flugzeugträgern einzusetzen. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass die Bundeswehr, aber auch die Europäische Union, auch die USA, die haben dann immer so Strategiepapiere 2020, 2030, 2050. Und das geht dann nie darum, dass die Drohnen quasi die Piloten oder die Kampfflugzeuge ablösen, sondern es geht immer um einen Verbund. Man nennt das dann Future Combat Air System, also zukünftiges Luftkampfsystem. Das ist so ein bisschen so eine Bundeswehrgrafik. Man sieht Satelliten und Tankflugzeuge und Bodenstationen, die Aufklärung machen. Man sieht bewaffnete Kampfflugzeuge und diese unbemannten Kampfdrohnen oder Drohnen. Dahin geht so ein bisschen die Reise. Das finde ich immer ganz wichtig, diesen Crashkurs, dass quasi wir so eine Art Bild davon haben, wovon wir eigentlich reden. Wer dann später nochmal so technische Fragen hat oder so, da kann man dann nochmal eine Diskussion drauf kommen. Und mir geht es jetzt darum, ein wichtiges Argument, was in der Debatte, finde ich, oft untergeht, da geht es ja oft um Schutz von Soldatinnen und Soldaten zu machen, ein wichtiges Argument, was uns alle auch sehr konkret betrifft, nämlich die Verbindung von diesen bewaffneten Drohnenangriffen und Überwachung. Wir hatten ja diese Woche den NSA-Untersuchungsausschuss. Da sind ja echt erstaunliche Sachen rausgekommen. Moment, da komme ich dann noch später drauf. Was wirklich ganz, ganz, ganz krass ist eigentlich. Ich hatte den Vortrag in der Richtung schon öfter gehalten, aber mittlerweile hat man halt auch sehr viele Belege jetzt dafür. Da komme ich drauf. Ich will unterscheiden zwischen Aufklärung, darum geht es ja meistens, Aufklärung, das soll gemacht werden. Dann gibt es immer in der Debatte die bösen USA, die setzt das immer als Waffe ein. Für gezielte Tötung. Der Herr Demisi hat ja mal gesagt, Drohnen sind ethisch neutral, sind im Grunde nur eine Weiterentwicklung von Pfeil und Bogen. Und ich möchte dann gerne so auf dieses Lebenserfassungsmaschine kommen, wo ich eigentlich diese neue Fähigkeit von Drohnen sehe. Wir hatten ja dieses Jahr das Jubiläum, 100 Jahre, Jubiläum ist ein blödes Wort, zur Erinnerung, 100 Jahre Beginn Erster Weltkrieg. Das ist eine Brieftaube aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich lasse jetzt mal so ein paar Bilder da rumgehen, weil ich finde, diese Brieftaube oder die Taube vor 100 Jahren symbolisiert eigentlich, oder damit kann man viel besser verständlich machen, was diese Drohnen eigentlich an neuen Fähigkeiten haben, als wie es oft gesagt wird heute, wir haben so eine Art Flugzeug ohne Pilot, Kampfflugzeug ohne Pilot, weil das fokussiert immer sehr stark auf dieses Argument, ja, da ist ja kein Pilot mehr drin, wir schützen die eigenen Soldaten,
Aber es geht sehr daran vorbei, um was es eigentlich bei Drohnen, welche neue Fähigkeit Militär eigentlich sich mit Drohnen neu schafft. Diese Brieftauben, das ist ja vielen bekannt, man nutzt die quasi um, oder allen bekannt, um so Botschaften von A nach B zu bringen. Im Ersten Weltkrieg wurde von deutscher Seite wurden ungefähr 100.000 Brieftauben eingesetzt und viele der quasi Züchterinnen und Züchter in Deutschland sahen das quasi als ihre ganz patriotische Aufgabe an, möglichst viel Taubennachschub auch an die Front zu liefern. Diese erste Aufgabe dieser Brieftauben hatte quasi die Funktion, zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel, wenn Truppenverbände eingeschlossen sind, dass die quasi Nachschub holen sollen, oder wenn Funkverbindungen oder was man damals hatte, so Telegrafengeschichten abgebrochen sind, dass die dann Hilfe holen sollten. Oder diese Brieftauben mit den Botschaften dran wurden tatsächlich auch eingesetzt, wenn man gesehen hatte, ah, da drüben ist eine Stellung, man hat die Stellung quasi auf dem Zettel mitgeteilt und dann konnte die dicke Blätter oder Artillerie und so weiter quasi auf diese Zielkoordinaten schießen. Man sieht, selbst diese einfache Kommunikationsfunktion hatte schon im Ersten Weltkrieg tatsächlich auch schon so eine Art strategische Bedeutung, wo Menschen tatsächlich gestorben sind. Die zweite Funktion dieser Tauben ist eher weniger bekannt. Das ist nämlich, dass die Tauben ein Fotoapparat umgeschnallt bekommen haben. Da gehen so ein paar Bilder rum, wo auch mal gezeigt wird, wie scharf eigentlich die Bilder dieser Kameras sind. Wie gesagt, 100 Jahre schon her, die hatten dann so eine Art Zeitmechanismus drin und konnten in Hochzeiten bis zu 30 Bilder, also quasi schießen in ihrem Überflug. Und was hat man gemacht? Man hat dann diese Bilder entwickelt. Das hat natürlich alles Zeit gedauert, aber man hat ja beim Stellungskrieg durchaus Zeit gehabt. Man hat Festungen gehabt, die man belagert hat und wo man dann genau wusste, wo quasi die Depots sind, wo alles ist. Von diesen Kameraschnappschüssen hat man die quasi mit Artillerie belegt. Genau, also das so ein bisschen erstmal als historischen Rückblick. Und warum ist jetzt mit der Taube das eigentlich besser zu verstehen als mit so einem Kampfflugzeug? Wobei dieses Bild mit dem Kampfflugzeug, das ist nur falsch, das ist tatsächlich nur eine Weiterentwicklung. Aber bei der Taube geht es eben in beiden Funktionen der Taube, sowohl die Nachrichten übermitteln, als auch diese Bilder schießen, um Kommunikation. Und Kommunikation ist so ein ganz wichtiges Element dieser Drohnen und das eigentlich zentrale Argument, wie ich denke. Und gar nicht so sehr dieser Flugaspekt, der ist natürlich wichtig, aber die Kommunikation ist viel wichtiger. 100 Jahre, eine lange Zeit, Kommunikation hat sich von der Taube zu den heutigen Drohnen natürlich immens geändert und mit dieser Änderung der Kommunikation hat sich eben auch diese Kriegsführung geändert. Ich will das an drei Beispielen machen, wo sich eigentlich Kommunikation von der Taube zur heutigen Drohne geändert hat und ich hoffe, darüber kann man besser verstehen, was die Aufgaben von Drohnen sind. Das erste sehr augenfällige ist, ich habe das schon genannt, dass man bei diesen Tauben eben langfristig, die muss da von nach Hause wieder fliegen, da muss man die Bilder entwickeln, an die Front wiederbringen und so weiter. Das ist ein sehr langer Prozess gewesen. Heute funktioniert bei den Drohnen die Übertragung über Satelliten, über Glasfaserkabel im Grunde Realzeit, also Echtzeit, wie man so schön sagt. Es gibt schon noch eine gewisse Verzögerung über die Satelliten und so weiter, aber wir haben es im Grunde heute mit so einer Instant-Kommunikation zu tun. In Echtzeit werden da Bilder geliefert. So, erstes Wichtige, Echtzeit von Bildern. Jetzt hatte ich, das zweite Wichtige ist, die Taube hat ja wie gesagt in ihren Höchstzeiten bis zu 30 Bilder gemacht, die dann entwickelt werden mussten. Heutige Drohnen verfügen ja über eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Kamerasystemen, Sensoren. Man kann damit Handydaten auffangen. Die Drohnen haben Nachtsichtgeräte. Da gibt es Wärmebildkameras drin. Man hat ganz hochauflösende verschiedene Kameras. Man arbeitet mit ganz verschiedenen Spektren. Bei den Wärmebildkameras ist es zum Beispiel ja ganz interessant, wenn jetzt du da sitzt und wegläufst, kann man ja quasi über das Blau und Rot auch noch nachträglich sogar deine Spur sehen. Man hat eine immense Zahl und das wird ja immer besser, die Optik wird immer besser, die Kameras werden immer besser und immer mehr Datenvolumen wird quasi erzeugt. Ich will ein ganz spannendes Beispiel nehmen, das ist jetzt
gerade aktuell im Irak und Afghanistan, das sind sogenannte Aerostats von der US-Armee. Die sind über jeden US-Camp und die sind über Kabul und Bagdad. Das sind im Grunde, so man sieht das, solche Zeppeline oder Blimps oder wie man die immer nennt, Aerostats in Militärkreisen, die mit super vielen Kameras ausgestattet sind und wie so eine Art Überwachungslabor permanent über der Stadt schweben und eigentlich alles erfassen können, was da so passiert an Verkehr, an Menschenbewegung und so weiter. Bei den Drohnen haben wir jetzt natürlich nochmal eine Art Mobilität, die noch dazu kommt. Aber diese Lebenserfassungsmaschinen hat man durchaus ja auch dort schon. Man spricht da in diesen Informatikkreisen und so immer von diesen Big Data, also große Datenmengen. Ich hatte es schon kurz gesagt, dass ja heute schon so über 100 Analystinnen und Analysten quasi diese Daten der großen Drohnen auswerten müssen. Wir haben quasi immer mehr Daten, die auch irgendwie ausgewertet werden müssen, aber Militär stößt dort an seine Grenzen. Wie können diese unheimlich vielen Daten ausgewertet werden? Die fliegen ja 7 Tage die Woche, 24 Stunden über Gebiete. Wie kann das sinnvoll eigentlich unterschieden werden, wer ist Freund, wer ist Feind, was wird abgeschossen, was ist lebensnotwendig oder was hat das Recht auf Leben verwirrt. Dadurch gibt es jetzt immer stärker bei den Drohnen und bei den Computersystemen, die da angeschlossen sind, eine Art Vorsortierung. Und diese Vorsortierung ist quasi in der Technologie, der Drohnentechnologie inhärent. Weil halt immer bessere Kamerasysteme und so weiter, es muss so eine Art Vorauswahl getroffen werden. Auch dieses Sagitta-Projekt von der Universität der Bundeswehr macht ja quasi diese Vorauswahl. Das heißt, es werden Bilder unterschieden, wer kommt da rein, wer ist Freund und Feind. Und diese Vorauswahl wird dann quasi den Pilotinnen und Piloten, den Operators präsentiert. Ja, wie läuft jetzt so eine Vorauswahl? Wer entscheidet eigentlich, wie Bilder vorausgewählt werden? Was quasi so richtig oder falsch ist, ich komme da gleich drauf. Aber es ist wichtig noch, das dritte neue Kommunikationselement von den Tauben zur Drohne zu sehen, während die Taube quasi vor Ort zum Beispiel eine Festung ausspioniert hat, weil dort quasi die Daten sind, die die Taube erlangen wollte, sind wir auch in Afghanistan und überall eigentlich durchwoben von Daten. Das Simpelste ist im Grunde unser Handy. Und Handys gibt es, wie gesagt, ja, eigentlich überall heutzutage. Also Daten, unsere Daten, man kennt es von GPS-Geräten, die man ja hat, man kennt es im Auto, ist es ja mittlerweile. Also die Welt wird immer stärker verwoben von Daten und Daten sind quasi an allen Orten und überall. Wir hatten vor 10 Jahren ungefähr die Debatte wegen dieser Überwachung von öffentlichen Plätzen mit Kameras. Da redet heute niemand mehr drüber, das gibt es an jeder Ecke gibt es eine Kamera und wir werden überwacht, wir wissen gar nicht, wo die Daten hinkommen. In Großbritannien und in den Niederlanden hat man diese Schilder abfotografiert, die sind stationär angebracht. Da werden quasi alle Nummernschilder abfotografiert und das quasi ausgewertet und die Leute rausgezogen. Wir haben ja in Deutschland die Mautbrücken. Ursprünglich hieß es ja, die Mautbrücken sind nur für die Maut. Mittlerweile hat man das ja geöffnet. Die Mautbrücken dürfen halt zur Verfolgung von schwerer Kriminalität, Vergewaltigung, Kindesentführung und so weiter eingesetzt werden. Die Grenzen sind daher halt auch immer fließender und zu richtigen Aufschrei der Bevölkerung sind ja diese massenhafte Datenerfassung, aber auch Datenverfügbarkeit, wie wir unsere Daten auch immer verfügbar machen, da. Ich mag immer das Bild, dass eigentlich aus diesen ortsgebundenen Schlachtfeldern, wie die Festung im Ersten Weltkrieg, so eine Art globales Überwachungsfeld geworden ist. Nochmal zurück zu diesen Daten, die ja quasi überall herumschwirren, die jetzt auch ausgewertet werden müssen, die ja auch so riesengroß sind. Und wir haben quasi 2 Datenströme. Der erste Datenstrom kommt quasi von den Drohnen selbst, die diese Riesenmenge an Daten machen und quasi so ein bisschen rausfinden wollen, was ist eigentlich Freund und Feind und dass noch eine Vorsortierung stattfinden muss. Der 2. Datenstrom, der quasi kommt, sind unsere Daten. Sowohl von dir als auch von mir und von allen möglichen Leuten, die ihre Handydaten machen, die ihre Daten preisgeben. Ich komme noch später zu diesem Beispiel von diesem Benjamin E., der quasi vom Verfassungsschutz als islamistischer Terrorist in Deutschland gebrandmarkt wurde, wo man dann auch Handydaten weitergegeben hat an die US-Geheimdienste. Also wir haben eine Unmenge an Daten, die quasi aus dieser Seite kommen und zusätzlich sich noch zu diesen vielen Daten, die vorsortiert werden müssen, ergänzen. Wie macht man jetzt aber diese Vorsortierung?
man nutzt diese ersten Daten, was die jetzt kommt, die man schon hat. Man hat ja Profile, man hat Menschen, die quasi schon mal auffällig geworden sind, Terroristen und so weiter, da gibt es ja die bekannten Abschusslisten. Aber in diesen Drohnenprojekten geht es eben nicht nur darum, den Terrorist Chef XY zu töten, wo man vorher schon ein Phantombild hat und über die Drohnen die quasi erfassen kann, sondern es geht immer mehr darum, Muster zu erfassen. Man will quasi Algorithmen oder Muster haben von Menschen, die quasi auffällig sind, die kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert werden sollen und quasi diese Muster prophylaktisch oder vorbeugend schon Menschen ausschalten. Ich will das an einem Forschungsprojekt deutlich machen, das heißt INDECT. Das kennen einige vielleicht von euch, die Universität Wuppertal, viele europäische Universitäten waren daran beteiligt. Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Die Idee war quasi, wie kann man jetzt nicht nur Leute erkennen, die man quasi vorher schon kannte, über Steckbriefe, dass man Steckbrief hat und dann sieht man mit der Kamera, ah, das ist der Harald oder so, der muss jetzt, da muss die Polizei rufen, das ist jetzt ein Krimineller oder so. Sondern die Idee von INDECT war, auffälliges oder abnormales Verhalten über eine Videokamera an öffentlichen Plätzen quasi als Muster zu erkennen und dann die Sicherheitsbehörden einzuschalten. Jetzt fragt man sich ja, was haben diese INDECT-Leute sich gedacht, wie kann man so abnormales Verhalten oder Verhalten erkennen, wo Leute vielleicht die Polizei drauf geschickt bekommen sollen. INDECT hat das definiert, sie haben zwei Definitionen, die haben mehrere Definitionen gemacht, aber zwei sehr populäre Definitionen sind Menschen, die schnell gehen und lange sitzen. Schnell gehen, lange sitzen, das ist das Muster, wo Leute im öffentlichen Raum über Videoüberwachung quasi auffällig sind und sanktioniert oder gemeldet werden. Ähnlich funktioniert das eben auch bei dieser Vorsortierung von Drohnen. Was kann man sich vorstellen? Es gibt ja Männer sind zum Beispiel, ja würde ich jetzt in Afghanistan zum Beispiel als Muster sagen, bestimmtes Alter, waffenfähig, große Gruppen. Man hat das, dass die USA sehr viel auf große Gruppen geht. Das sind die berühmten Hochzeitsgesellschaften, die man bombardiert hat. Warum? Weil große Gruppen. Und man kombiniert das eben auch mit Individualdaten. Weil man sagt, gerade es gibt diesen XY, wenn der in einer großen Gruppe sich ist, müssen die anderen Leute ja auch quasi diesem Muster entsprechen und tötet dann eben auch den Taxifahrer gegebenenfalls. Ich will das mal illustrieren mit einem Bild von einer Rüstungsfirma. Das ist eine Zeitschrift, die machen so, die ist für Rüstungsindustrie und für Militärs und die machen eine Drohnenzeitung im Grunde. Und man sieht so, auf den ersten Blick würde ich sagen, also da soll Werbung für Drohnen gemacht werden, für die Firma L3. Die machen viel so optische Erkennung. Und meine erste Assoziation ist, ohne euch jetzt zu fragen, aber das ist meine erste Assoziation, ist so eine Stadt des globalen Südens, große Metropole. Und man sieht da hinten so ein Männchen, was da so eingerahmt ist, da oben rechts. Und dann heißt es da, out here you need to know what to look for. Da draußen, man würde fast ergänzen wollen im Dschungel oder bei den Wilden oder wie auch immer, kommt da kleiner drauf. Du, also Militär, die Zeitung richtet sich an Militärs, musst schon wissen, wem du da zu suchen, zu sanktionieren und gegebenenfalls auszuschalten hast. Ein paar Seiten weiter, oder eine andere Ausgabe, gibt es eine andere Drohnenwerbung von Northrop Grumman. Man sieht tatsächlich im Dschungel, man hat ja auch sehr koloniale Ideen und Muster, wie so quasi der globale Süden funktioniert. In the time it takes you to find them. Die Zeit, die du im Militär brauchen würdest, die Subjekte oder Objekte zu finden. We have already decided. Wir, die Rüstungsfirma, also diese Firma, haben bereits für dich vorsortiert, what to do with them. Abschieden. Was mit den Subjekten oder Objekten zu tun ist. Und wer genau hinguckt, sieht da unten auch zwei Soldaten, die so im Gebüsch sitzen. Quasi die Firmen zeigen für euch schon mal das Bildmaterial, die vielen Daten, die quasi über den Boden reinkommen, mit den Daten, die man aus anderen Beständen quasi hat, zu kombinieren, Muster daraus zu erstellen und die für den Einsatz zu nehmen. Meine Mama, die sagt immer, ja, sie hat ja nichts zu verbergen. So die ganze Überwachung, die geht sie ja gar nichts an, sie hat ja nichts zu verbergen. Aber das Lustige oder der Witz an diesen Mustern ist, dass um zu unterscheiden, wer eigentlich abnormal ist, wer quasi aus
so einer Gruppe rausfällt, dafür muss man erstmal die ganze Gruppe kennen. Man muss quasi die Norm kennen, um quasi die Abnorm dann noch über Algorithmen und so weiter herauszukristallisieren. Also ein spannendes Beispiel, was ich für diese Vorsortierung und auch so rassistische Stereotype darin finde, wir kennen es an Bahnhöfen, dieses Racial Profiling, wo die Polizei Leute rausgreift, die quasi eine dunkle Hautfarbe zum Beispiel haben, wo die Polizei als so ein Sicherheitsorgan quasi selber so eine Art Vorsortierung macht, die natürlich rassistisch ist, muss man ja ganz offen sagen, aber die benutzt quasi auch so eine Art Algorithmen. Und diese Algorithmen schreiben sich natürlich auch in so Drohnen ein, rassistische Vorurteile und so weiter. Also meine Mama sagt immer, hat nichts zu verbergen, aber alle Leute, die sagen, sie haben nichts zu verbergen, vergessen, dass sie quasi die Grundgesamtheit stellen, wo Normalität und Abnormalität voneinander geschieden wird. Und vielleicht alle, die ihr hier sitzt heute, ja auch in so ein Raster fallt, weil ihr euch da kritisch mit auseinandersetzen wollt und vielleicht auch auf irgendwelchen Listen kommt. Die sitzen eh schon alle zusammen. Ja, ja. Jetzt war das eher ein bisschen so ein theoretisches Phänomen bisher, wo man das vermutet hatte. Es gab das Beispiel von der Benjamin E. aus Wuppertal. Wuppertal ist da viel dabei. Und dieser Benjamin E., der wurde in Deutschland quasi als islamistischer Terrorist quasi vom Verfassungsschutz, vom BND quasi für schuldig erklärt, ohne Gerichtsverfahren, ohne irgendwas, sondern der war halt da auf der Abschlussliste. Und der Benjamin E., man hat das jetzt, ich glaube, jetzt so einen großen Amnesty-Bericht, da hat man das quasi sehr detailliert auch nachweisen können, der ist dann tatsächlich nach Pakistan mit seiner Familie gegangen und die Bundesregierung hat dann die Handydaten von dem Benjamin E., die Handydaten, das sind ganz banale Daten eigentlich, an die USA weitergegeben. Das ist noch nicht das Bild dazu, an die USA weitergegeben. Und tatsächlich führte das in Pakistan dazu, dass die USA über diese Handydaten den Benjamin E. quasi lokalisieren konnte und ihn und noch drei andere getötet hat. Jetzt ist natürlich der Witz, warum gibt die Bundesregierung so Daten weiter? Wir hatten das Gespräch mit dem Christian Fuchs von diesem Buch Geheimer Krieg. Der hat gesagt, ja, die Bundesregierung gibt die Daten weiter und sagt, die dürfen nicht für gezielte Tötungen verwendet werden. Nee, dürfen nur zur Strafverfolgung eingesetzt werden. Aber wie das so ist mit Daten, man darf sich das eben nicht so vorstellen, dass jetzt irgendwie Handydaten weitergegeben wird und die direkt in so eine Tötung fließen. Sondern da werden zum Beispiel in Afrika und in Stuttgart Mappen von Leuten angelegt, über Musterleute rauszusuchen. Prophylaktisch wird gesagt, naja, du könntest problematisch vielleicht sein, du wirst dann vielleicht beobachtet, mehr Daten gesammelt und von vielen Geheimdiensten das quasi zusammengeführt. Diese Woche NSA-Ausschuss, ganz spannend, der BND, also unser Geheimdienst quasi, leitete riesen Datenmengen an die Amerikaner weiter und dort kann man gar nicht mehr sagen, welche Daten fließen dann eigentlich tatsächlich in solche Muster oder in Tötungsaktionen ein. Das können ja ganz banale Daten wie Handynummer oder Handyordnung sein. Man hatte das jetzt diese Woche auch, also vorgestern oder so, als es gibt so eine Art, wenn man sich sicher im Internet bewegen will, gibt es ja jetzt viel diese Kryptographie und dass man verschlüsselt und so. Ihr habt das bestimmt mitgekriegt, es gibt auch das Tor-Netzwerk, da werden quasi über viele Computer, um das vielleicht vereinfacht zu sagen, wird dann quasi die eigene Spur im Internet ein bisschen verschleiert. Das ist zum Beispiel für Leute in Syrien wichtig oder für Dissidenten, die dann eben gar nicht so schnell ausfindig gemacht werden. Der NSA, der ja unter anderem auch in Afrika und in Stuttgart sitzt, hat einfach gesagt, alle, die da mitmachen bei diesen Verschlüsselungsgeschichten, sind, Zitat, Extremisten. Alle, die sind schon mal, kriegen schon mal eine Akte, werden quasi schon mal als Muster, das sind Muster, alle, die beim Tor-Netzwerk mitmachen, sind schon mal Extremisten. Also, ihr Tagesschau ist von NSA als Extremist bekannt macht. Man hat es in den Missionenunterlagen, dass da tatsächlich das Wort Extremist dann für diese Leute. Es war ein Erlanger Student, der da quasi dabei war. Und dann hat jetzt auch Thomas Drake ausgesagt, und der hat es sehr konkret dann gemacht, dass der Bundesnachrichtendienst ein Wurmfortsatz der USA, auch die Formulierung ist, aber weil wichtig ist, der BND hat natürlich eine eigene Agenda. Ich habe das manchmal in Diskussionen gehört.
ja, alles fremdbestimmt und so. Nee, da gibt es tatsächlich Datenaustausch, da gibt es eine eigene Agenda, die der Verfassungsschutz, den die jetzt weiter verfolgt. Da gibt es eher eine Art regen Tauschhandel, als dass man da irgendwie von anderen Sachen sprechen muss. Und er hat es sehr konkret gemacht, hat gesagt, ja, wir liefern tatsächlich Daten, die ja von uns allen erfasst werden, die im Verfassungsschutzbericht landen, wo gesagt wird, wer ist hier extremistisch und wie auch immer. Wir als INDI waren da beim Verfassungsschutz genannt als linksextremistisch beeinflusste Organisation. Es gibt quasi linksextremistisch und linksextremistisch beeinflusst. Man hat sich dann ja gefragt, warum. Das hat man dann rausgefunden, weil wir schreiben viele Texte und eine Kollegin von mir hat mal den Text geschrieben, die Jugendoffiziere, die an die Schule gehen, verbreiten dort die Meinung der Bundeswehr. Das machen die ja. Das steht sogar in ihrem Auftrag drin, also dass ihr offizieller Auftrag quasi über Sicherheitspolitik der Bundesregierung, der Bundeswehr zu informieren. Und plötzlich wurden wir als IMI als linksextremistisch beeinflusste Organisation aufgeführt. Mittlerweile haben wir das irgendwie rauskriegen können, aber so schnell geht das unter Umständen. Ganz wichtiges Thema, was auch mit diesen Mustern zusammengeht, weil wir reden ja oft darüber, ja, dort im Irak, in Afghanistan. Ich hatte jetzt schon mal den ersten Verbindung gemacht zu der Überwachung hier. Aber es gibt natürlich so eine Art fließende Grenzen. Und das Erste, was quasi nach Afghanistan kommt, gerade Leute, die hier fliehen, kommen eben an unsere Grenzen. Das ist wieder eine Werbung aus diesem Rüstungszeitschrift der österreichischen Firma Schiebel. Diesen Schiebel-Camcopter will jetzt die Marine anschaffen, die Bundesmarine, um die quasi auf Schiffen auch immer dabei zu haben. Die Szene muss man gar nicht so sehr beschreiben, Mittelmeerszene. Flüchtlinge, die da quasi fliehen und schwer bewaffnete Soldaten. Und was steht da? See them in time. Sehe diese dort, das wird gar nicht genannt, wer das ist, da wird nicht gesagt, Migranten oder Flüchtlinge, sondern die dort, die man da vielleicht gerne haben möchte. See them in time und man sieht, das sind unbewaffnete Leute und man fährt da ziemlich scharfe Waffen auf und es ist eigentlich eine sehr rassistische Werbung. Da muss man nochmal gucken, was da die Bundesregierung mit dem da zusammenarbeiten möchte. Auch dort werden quasi diese Drohnen, diese Grenzüberwachung, die Schweiz setzt Drohnen zur Grenzüberwachung ein, die USA-Mexiko-Grenze ist mit Drohnen überwacht, im Iran sagt, in Saudi-Arabien die Grenze wird mit Drohnen überwacht, Südkorea zu Nordkorea setzt Drohnen ein. Ganz großes Feld, wo es auch sehr viel um so eine Art Mustererkennung nochmal geht, da geht es ja nicht um irgendwelche Individuen, die man erfassen will, sondern da geht es darum, welche Schiffe teilt man voneinander, wo schickt man gleich mal Waffen hin. Und auch die EU ist da ja sehr stark, es gibt dazu verschiedene Programme, man hat diese Paros oder Eurosur, das sind jetzt nur so ein bisschen vielleicht Schlaglicht. Von der Grenze kommen wir jetzt natürlich so ein bisschen mal nochmal ins Inland, nämlich zu Drohneneinsatz auch im Inland. Und das ist mir ganz wichtig, dass diese Datenerfassung und die Muster, quasi was ist, was bei Drohnen sich immer durchzieht, nur die Art der Sanktion ist in gewisser Weise unterschiedlich. Wo Sanktionen hier vielleicht durch den Polizeieinsatz passiert, ist es eben in diesen Kriegslaboren tatsächlich eine Sanktionierung über eine Rakete oder den Artilleriebeschuss. Die Bundespolizei und verschiedene Landespolizeien setzen in Deutschland ja schon Drohnen ein. Ich persönlich hatte das erlebt 2011 bei Dresden Nazi-Freien, wo dann die friedlichen Demonstrierenden quasi mit Drohnen ausgespäht wurden, 2010 beim Castro-Transport. Aber wo man das eben auch einsetzt, sind so eine Art inneres Labor, also quasi ein Feld in Deutschland, wo die Mehrzahl der Bevölkerung sagen würde, ja, ist ja wichtig, dass man da die Leute quasi hinter Schloss und Riegel führt. Man setzt Drohnen gegen Rocker ein, Rockerbanden, gegen Dealer und Drogenhändler und gegen Fußballfans, Hooligans. Ja, wer kann da sagen, das ist jetzt irgendwie komische Technologie, aber man merkt, man hat es schon auf Demonstrationen eingesetzt, eine Freundin von mir, die war in Hamburg und hat gegen sogenannte Gentrifizierung demonstriert, also dass da Wohnraum quasi zu teuer wird und so weiter. Ebenso von der Polizeidrohne überwacht. Die Bahn hatte das ja überlegt, Graffiti-Sprayer mit einer Drohne quasi zu verfolgen. Das Lustige ist eigentlich an dieser Geschichte, dass die Bahn nur eine Tagflugerlaubnis für die Drohnen hätte bekommen können, was natürlich zur Jagd auf Graffiti-Sprayer so ein bisschen sinnlos ist. Man hat ganz massiv Drohnen in Sochi eingesetzt und auch bei der WM in Brasilien. Und auch da geht es eben darum, dass man
vorher am besten Leute schon rausgreift, gewaltbereit, man hat es ja bei der FIFA-WM 2006 in Deutschland gehabt, als plötzlich Schengen wieder galt und gewaltbereite Fußballfans an dichte Grenzen quasi stießen. Und auch hier gibt es so eine Entwicklung. Das nochmal so als sehr abschreckendes Beispiel, da bin ich auch eigentlich fast fertig und wir können dann nochmal in die Diskussion mit Afrika zukommen. Das ist so eine Neuentwicklung aus Südafrika. Wir hatten ja vor kurzem diese Proteste dieser Minenarbeiter in Südafrika. Das ist die sogenannte Skunk-Bohne und die hat so, wie sagt man, so Kügelchen mit so Pfefferspray quasi, aber als Kügelchen, die verschießt man dann und die explodieren dann und man hat dann quasi Pfefferspray. Die können dann, ich glaube, bis zu 4000 von diesen Kügelchen verschießen und haben auch so, können auch so blenden und so. Also das ist jetzt nur ein Beispiel unter vielen, man sieht das hier mal im Einsatz da unten, das ist eine Übung. Aber man sieht, die Technologie, wie Leute erfasst werden, wie Leute auch bekämpft werden, das ist ein ganz weites Spektrum. Es geht viel darum, Leute prophylaktisch quasi schon mal vorbeugend herauszuziehen und zu erfassen, aber es geht auch viel darum, dass hier Unmengen an Daten quasi erzeugt werden und die auch quasi vorsortiert werden. Es gibt diese zwei Bewegungen. So. Und man beschreitet natürlich, man nennt es ja immer gern so eine Pfadabhängigkeit. Man schafft jetzt Drohnen an, oder hat schon ja Drohnen als Bundeswehr, und diese entwickeln sich natürlich immer weiter. Das ist eine sehr schleichende Entwicklung. Es entwickelt sich diese Überwachungstechnologie immer sehr weiter. Dank des Herrn Snowden wissen wir jetzt, welche Ausmaße das tatsächlich annimmt. Und deshalb so als, vielleicht als Schlusssatz so, diese Militärdrohnen, aber auch Drohnen allgemein, in erster Linie quasi als unbemannte Flugzeuge zu begreifen, die so eine Art Schutzfunktion für Soldaten haben sollen, greift für die neuen Fähigkeiten von Drohnen viel zu kurz. Der Jörg Vollmer, das ist der Chef vom ISAF, also vom Afghanistan-Einsatz, der General, also ist wohl aber General, aber was der Militär, der hat gesagt, ja, ja, Drohnen, da geht es doch nicht so sehr um Schutz von Soldaten, sondern Zitat, 24 Stunden ununterbrochen ein bestimmtes Gebiet zu beobachten und bei Gefahr wohl abgewogen Waffen einzusetzen. Das ist die Vorstellung, was die Luftwaffe und die ISAF in Afghanistan, die deutschen Generäle, gerade mit sich rumtragen. Mit einer Weiterentwicklung von Pfeil und Bogen ist es meines Erachtens wenig zu vergleichen, sondern eher mit einer Art flächendeckenden Überwachung, die alles sanktioniert, was eben noch politisch vorgegebene Normen, rassistischen Vorurteilen, Mustern und so weiter nicht entspricht. Und ob dann diese permanente Überwachung in Kriegsgebieten dann als Ultima Ratio zur Sanktion dann eine Rakete abgefeuert wird, oder ob die Drohnen allein schon, man kennt das aus Pakistan, da gab es eine ganz interessante Studie, wie eigentlich die Menschen da unter den Drohnen quasi im ständigen Terror leben, oder ob die Drohnen quasi in ihrer Präsenz Terror ausüben, ist zwar in der Wirkung unterschiedlich, aber in beiden Fällen sehr zerstörerisch. Und ja, ich hoffe, wir werden noch genug Widerstand entwickeln, dass wir zumindest manche Entwicklung auch in Deutschland quasi aufhalten können. Ganz kurz noch, es gibt am 4. Oktober so einen globalen, dezentralen Aktionstag. Es gibt ja diese Homepage von der Drohnenkampagne, da sind nochmal genauere Informationen, wo weltweit quasi, wir werden auch vom Afrika mit Stuttgart eine Aktion machen, wo weltweit kleine Aktionen oder große Aktionen stattfinden werden. Und wer am diesen Sonntag um 15 Uhr nachmittags, schönes Sonntagswetter, gerne zum Parkplatz vor dem Afrika gehen möchte, der ist da sehr herzlich eingeladen. Wir machen da einen Spaziergang in das Afrikum in Möhringen. Das soll keine Demonstration sein, also keine Transparente oder sowas mitbringen, sondern es geht für uns sehr darum, einfach mal dieses Gelände in Stuttgart mal zu erleben, mal in dem Näher zu kommen und dann auch innerhalb, also in unserer Gruppe, in unserem Spaziergang, dann nochmal stärker in die Diskussion zu kommen, was passiert hier eigentlich, wie ist Deutschland daran beteiligt und was ganz niedrigschwelliges, so ein Freund im Kinderwagen will noch kommen, also einfach mal dort aufs Erdbeerfeld und da mal ringsrum dieses zu entdecken und zu sehen, was da, wie das eigentlich ausschaut. Ja,
zu weit. Zum Widerstand können wir dann noch kommen, aber vielleicht ist es jetzt vielleicht relativ überzogen. Vielleicht. Genau. Weiß, wie man sich vielleicht trotz seiner Normalität schützen kann. Eine Kleinigkeit von uns aus, einfach Hinweis, diese Gruppe, die diese politische Matinee organisiert, wir treffen uns ungefähr einmal im Monat. Wer Interesse hat, draußen liegen Formulare, wo man sich eintragen kann, wenn man eingeladen werden will oder wenn man irgendwann mitmachen will. Also wir würden uns freuen. Wir machen eine ganze Reihe von Sachen, zusammen mit der Essling-Initiative gegen Stuttgart 21. Da liegt ein Flugblatt draußen, wo die Termine des letzten halben Jahres noch drin sind. Wir werden zusammen für das nächste halbe Jahr wieder so ein Flugblatt rausbringen, wo zum Teil die Veranstaltungen am Marktplatz stattfinden, im Händelhaus, aber eben, wenn es geht, einmal im Monat oder 8 bis 10 Mal im Jahr hier in der Dieselstraße. Also wie gesagt, wer Interesse hat, sich bitte eintragen, dass man auf jeden Fall eingeladen wird. Was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben, obwohl die Referenten freundlicherweise meistens auf Honorare verzichten, haben wir trotzdem Unkosten, Getränke, die wir hier einkaufen und so weiter. Insofern bitten wir um eine Spende. Draußen steht ein Korb, glaube ich, wo man was reinschmeißen kann, bevor sie gehen. Und einfach nochmal unsere nächsten Termine. Am Sonntag, den 14. September, haben wir hier in der Dieselstraße wieder um 11 Uhr die nächste politische Matinee in der Diskussion. Wir wollen dort über Europa diskutieren, ohne jetzt von außen Referenten einzuladen, sondern wir wollen selber versuchen, die unterschiedlichen Positionen, die wir zum Beispiel zu Europa haben, darzustellen. Wollen wir mehr Europa im Sinne von mehr Kompetenzen abgeben nach Brüssel und Straßburg oder wollen wir diese zurückholen und uns selbst verwalten? Da haben wir uns in den letzten Monaten darüber gestritten und unterhalten. Das wollen wir in einer offenen Diskussion mit euch allen und natürlich hoffentlich noch mehr diskutieren. Und dann am 26. Oktober kommt Michael Wild. Karin, ich will es euch vorstellen, was er erzählt. Der macht zusammen wahrscheinlich mit der Annette Ohne-Reinecke eine Lesung aus seinem Band Strategische Einbindung. Da geht es um die Frage, wie reagieren vor allem die Regierenden auf Großproteste gegen Großprojekte und wenn sie die Repression, das kann man ja ganz gut beobachten, nicht nur vorankommen können und es auch nicht sozusagen als adäquat empfinden, probieren sie es heute oft mit sanften Methoden, Mediation, Schlichtung, runde Tische. Und die Autoren haben das sehr gut analysiert, wie eigentlich das Muster da läuft. Und sie nennen das strategische Einbindung, den Protest von der Straße an den Tisch zu holen und dadurch letztlich zu marginalisieren. Und dass das funktioniert hat, kann man an den jüngsten Entwicklungen auch ganz gut beobachten. Also glaube ich auch eine ganz lohnende, interessante Veranstaltung. Danke. Ganz kurz zu diesem Drohnenatlas. Ich habe dich ja gebeten, ein paar mitzubringen. Zum Glück sind die ausverkauft, aber es gibt eine weitere Auflage und man kann es auch im Internet runterladen. Genau. Also man kann den kostenlos runterladen. Und draußen ist noch ein Büchertisch. Also der Bertisch ist glaube ich nicht gekommen, aber ich werde die Bücher nochmal ausbreiten. Wer was mitnehmen will zu den Themen, kann man rausnehmen. Also 10 Minuten Pause, Getränke holen und weitermachen mit Widerstand und Diskussion.